Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play Donkey Kong Country Nummer 3. Letztes Mal sind wir durch den Cramwood Forest gelaufen. Leider habe ich da wirklich viele Bonusrunden und die Caymans sind verpasst und so. Oh, Hovercraft, fahr dich doch nicht fest. Rüber. Aber wie versprochen, seht ihr, die Flagge weht. Und es ist sogar eine gelbe Flagge dabei. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe alle Bonusrunden nachgeholt und auch die Caymans geholt. Und das war teilweise gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. Man merkt doch, das Spiel wird etwas anspruchsvoller mit den Leveln. Doch, wie soll das auch anders sein? Sonst wäre es auch ein bisschen langweilig. Und jetzt wollen wir ins dritte Areal rein. Und zwar hier in die Fabrik, nach Mekanos. Oha! Okay, da rechts schwebt eine Insel. Ja, sieht sehr fabrikmäßig aus. Aber das Wasser glänzt noch schön. Und wir spielen das Level Feuerballknall. Hört sich jetzt schon nicht gut an, muss ich sagen. Oh! Schick, schick. Naja, nicht so schick. Oh Gott, irgendeine Eule. Schuss mit Magma. Bällen. Oder so. Naja, Feuerballknall heißt es ja auch. Jetzt wissen wir wieso. So ein großer Feuerball, Junge! Mal schnell aufpassen, dass die Dinger uns nicht treffen. Oh. Eine versteckte Münze. Nehmen wir doch gerne mit. Oh Gott. Ja, sehr mechanisch alles hier. Oh. Gut, dass ich da nicht reingefallen bin. Ha, hättest du gedacht, Igel. Aber da habe ich dann doch aufgepasst. Oh Gott. Oh, muss man ein bisschen... Oh Gott. Okay. Geht gleich weiter. Oh, einfach durch. Oh, heiß. Kitty, pass auf deine Füße auf. Ja, jetzt Dreier in der Tal. Oh, geht noch. Noch machbar. Gerade so. Bestimmt jetzt schon eine Bonusrunde verpasst? Ich weiß es noch nicht. Ah, ich hoffe natürlich nicht. Umso weniger ich verpasse, umso weniger muss ich nachholen. Aber ist dann auch kein Problem. Mache ich natürlich gerne für euch. Ja, durch da. Gar nicht lang aufhalten von diesen blöden, komischen Eulen. Jetzt habt ihr eigentlich viel Probleme, Leute. Die Kremlins sind meine Feinde. Lasst uns doch verbünden. Tiere sollten zusammenhalten. Also die Krokodile, die sind alle doof. Zumindest in dem Spiel. Oh, ja. Oh. Sehr nice. Checkpoint. Freue ich mich doch immer drüber. Irgendwas ist da unten doch. Soll ich einfach mal runterspringen? Ich mach's. Achso. Okay. War da oben jetzt noch irgendwas? Ich glaube, ich komme nicht mehr hoch. Egal. Wir gehen erstmal einfach durch. Auf gut Glück. Und gucken mal, ob wir irgendwas finden. Aber da ist doch irgendwas. Sehe ich doch. Yo, yo. War das gut? Oh, zumindest eine Bonusrunde gefunden. Die nehmen wir. Uhu. Siege alle Gegner. Ja, manchmal muss man einfach mit dem Kopf durch die Wand, dann wird er schon... Oh, Squidder! Squidder kennen wir noch aus dem zweiten Teil. Lange nicht gesehen, alter Freund. Mit Spinnnetzen schießen, das war im zweiten Teil schon cool. Deswegen gibt's die wahrscheinlich hier auch noch. Zeit ist aber doch ein bisschen knapp. Aber noch machbar. Jawohl. Squidder dürfen wir natürlich behalten, aber nicht lange. Verdammt. Soll ich nochmal zurückgehen? Ich glaube, da komme ich her, oder? Ja, da geht's zur Bonusrunde. Schade.
dachte, so finde ich vielleicht die Decaymans oder eine andere Bonusrunde, aber vielleicht wartet die auch noch auf, warten die Sachen auf, noch auf uns. Oh. Wie man sieht, man sollte zwischendurch einfach mal random irgendwo hinspringen, dann kriegt man immer schöne Barely-Münzen. Okay, okay. Oh nein, unfair. Leute, ich kann mich doch kaum bewegen. Ey, beruhigt euch mal. Wie viel Munition habt ihr eigentlich? Alles unfair. War da rechts irgendwas? Nee. Sehr schön. Ja, genau. Übertreibt noch mehr. Schnell Feuer gibt's hier eigentlich auch. Da ist eine Banane oben. Da ist doch bestimmt irgendwas. Aber wenn ich jetzt Kitty hätte, könnte ich mich da hochschmeißen. Naja, dann weißt du beim nächsten Mal, dass da irgendwas ist. Was zur Hölle? Der Fahrstuhl backt rum. Zumindest habe ich jetzt Kitty dabei. Jetzt können wir mal schauen, ob da oben irgendwas ist. Wenn mit seinem Geballer fertig ist. Ja! Hab ich's doch gewusst. Ach Gott, Junge! Ah, eine Bonusrunde. Sehr schön. Schnapp dir 15 Bananen. Das kennen wir natürlich schon. Ach Gott. Ja, Geballer. Wundert mich nicht. Und verkackt. Man kennt ihn. Oh, ich kann aber wieder hoch. Na gut, dann versuchen wir es gleich nochmal. Ist natürlich nur minimal mehr töten mit diesen Eulen im Hintergrund. Ja, machbar. Halbwegs. Trotzdem nicht zu unterschätzen. Wir haben ganz schön viel Zeit. Das heißt, Vorsicht ist hier besser als übereifriges Schnellsein. Bis jetzt läuft's ganz gut. Jeder falsche Move. Oh Gott. Könnte der letzte sein. Ja, und geschafft. Huh, Gottes Willen. Doch ganz schön hot. Gar nicht so einfach. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Ah, ich darf hier einfach drauf sitzen bleiben. Alles klar, ich habe mich einfach nur doof bewegt eben. Hab mir fast schon gedacht. Oh, die Decay-Münze. Sehr einfach zu finden. Schön. Aua, lass mich mal bitte... Ah, darf ich mal? Oh Gott, weg! Und... Catch das Ding. Sehr gut. Muss ich in das Level nicht nochmal rein. Reicht auch, dass ich das einmal spielen muss. Oh Gott. Ab jetzt mag ich keine Eulen mehr, Leute. Oh, Hilfe. Ja, 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 beruhigt euch. Doch, nur doch durchs Level, ich hab doch alles. Okay. Okay, okay. Ja, ja. Oh Gott. Ja, ja. Oh Gott, Hilfe. Es wird ja immer besser. Ja, trotzdem durch. Vor Igeln habe ich keine Angst. Die Eulen sind mir dann doch ein bisschen schlimmer. Okay, gleich 4 an der Zahl. Auch noch machbar. Und abgeschlossen das Level. Sehr gut. Da freue ich mich doch. War stressig genug. Oh, war eine Hütte. Bazookas Baracke. Hey Bazooka, was geht ab? Na, Captain? Stillgestanden, Kongs. Leutnant Bazooka nimmt die Parade ab. Weggetreten. Was? Ich habe im Kremkrieg einen Mann gestanden. Die dicke Dora und ich, wir waren einfach unverzichtbar. Wer die dicke Dora ist, sie war die größte und schärfste Kanone im Land. Eine wahre Schönheit. Ich habe hier ein Arsenal alter Waffen, doch Dora ist mein Star. Dieser Klang. Einfach traumhaft. Okay. Sollen wir die dicke Dora finden? Anscheinend. Andere Hinweise haben wir nicht gekriegt. Und wir spielen weiter mit Kanalrohr-Terror. Okay, was erwartet uns hier? Terror ist natürlich schon mal... Oh Gott. Nicht schön. Das ist eine Kanalisation. Aha. Oh, Hilfe. Oh nein. Oh nein. Bitte keine Loren. Der Sprung. Spaß, Spaß, Spaß. Ich wollte gerade sagen, man lernt das Level ja auch ein bisschen kennen, aber ha. Vergisst ja doch einiges wieder. Nur ganz leichte Verzweiflung. Alles noch gut. Naja, eine Lore ist es nicht, aber sehr ähnlich. Das Geräusch ist gleich. Oh Gott! Ja, hier habe ich ja Bock, die Bonusrunden zu finden. Ach, man kann da raufspringen auf die Dinger. Ich weiche die ganze Zeit aus. Oh, ich habe eine Bonusrunde gefunden. Ich dachte eigentlich, ich wäre tot. Na gut, nehme gerne. Besiege alle Gegner. Ja! Gottes Willen! Ja! Ach, doch ein bisschen schneller als gedacht. Aber wir haben's. Kitty ist auch wieder am Start. Und ich hab das irgendwie geahnt, dass das nichts wird, aber ich hab's trotzdem versucht. Okay, okay, okay. Ja, ja, mach ruhig noch schneller. Da oben war bestimmt irgendwas, ich weiß es nicht. Ja, Dixie. Together we are strong. Okay, okay, ja, ja.
mehr auf die Wespen raufspringen. Ich versuche schon immer Ausschau zu halten, ob hier irgendwo Bonusrunden sind. Ich sehe es aber leider nicht zu schnell. Ich muss mich auch auf den Weg vor mir konzentrieren. Ich glaube, das versteht ihr. Rüber! Ich hatte doch Spawnschutz! Unfair! Und das war selten dämlich. Und das auch. Aber ich lebe. Ich lebe. Ja, nehme ich mit. Oh Gott! Dass man überhaupt wieder rausspringen kann. Ah. Doch mehr Skills, als ich dachte. Ja, jetzt haben wir auch den Terror-Jump. Überlebt. Hä? Ich glaube, da oben ist doch nichts. Soll uns nur verwirren. Oh Gott, Hilfe! Leute! Lass mich leben! Ja! Ich lebe! Oh, das sind die Caymans. Komm ich da irgendwie rüber? Versuchen wir es! Ja! Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Eine Bonusrunde fehlt uns leider. Naja, die hole ich dann beim nächsten Mal. Hauptsache, wir sind hier durch. Meine Güte. Geschwindigkeitsrausch. Mal anders. Oh, geschafft. Und da ist schon wieder Swanky Show. Mal sehen, ob wir Opi wieder abziehen können. Diesmal darf Dixie ran. Hey, Swanky, was geht ab? Also, was dir heute zu Schwur, dass du Swanky sagen hab und du. Du glücklich Gewinner, Rinken, abgefahrene Preise. Okay, Dixie, du musst es sagen, welches Spiel willst du denn haben? Diesmal nehmen wir 60 Sekunden. Heute steht ein Vorspiel auf dem Programm. Oh, ausnahmsweise. Andere Spieler hat er wohl nicht im Angebot. Hey, Opi. Okay, 60 Sekunden Zeit. Drauf. Das wir Übung haben. Das heißt auch nicht, dass wir nicht verlieren können. Man sieht immer keinen Score, aber der wird uns bestimmt nach 60 Sekunden angezeigt, ob wir gewonnen oder verloren haben. Und Cranky geht schon wieder ordentlich rein. Also nicht einfach, Leute. Man muss hier schon echt gucken, dass man nahezu jedes Ziel mitnimmt. Aber bis jetzt kriegen wir auch alle. Doch voll konzentriert. So leicht nicht, Obi. Vielleicht gegen meinen kleinen Cousin, weil er noch ein Baby ist. Und ich bin schon ein bisschen älter. Dich ziehe ich doch locker ab. Ja, sehr gut. Bis jetzt jedes getroffen. Ist nicht mehr viel Zeit auf dem Tacho. Wird, das wird! Und jawohl, jedes Ziel getroffen. So wird's gemacht. Ich habe den Verdacht, dass hier Bestechung im Spiel war. Ist ja klar. Wenn er verliert, war natürlich gleich Bestechung im Spiel. Und her mit den Bananas. Und den Barley-Münzen. Jawohl, schon einiges gesammelt. Da sehen wir es, 53 Leben. Ja. Ordentlich neue Versuche für die Levels. Und es geht weiter mit Regesäge. Oh nein, das Level kenne ich, glaube ich, noch von früher. Da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Oh ja, oh ja, der Baum wird gesägt und ich will nicht mitgesägt werden. Muss ich mich beeilen. Und hier soll man auch Bonusrunden und die Caymans finden. Wie soll ich das denn hinkriegen? Oh, Leute. Bisschen Panik. Oh, das war jetzt eher ein Versehen, aber ich lebe. Ja, keine Zeit für euch. Muss mich ein bisschen beeilen. Da ist mir nämlich ein Holzfäller auf dem Weg, auf dem Dings. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott, die kommt aber schreckend, ne? Ja, noch kommen wir relativ gut voran, aber ich weiß nicht, wie lange es so bleiben wird. Das ist eine Bonusrunde. Ja, zumindest eine mitgenommen. Sehr geil. Vielleicht kriegen wir auch die zweite noch. Erstmal die Münze finden. Ach, natürlich mit der Säge im Schlepptau. Was sollte es auch anders sein? Ja, ja, auf die Zeit. Die Zeit ist mir eigentlich egal. Ich habe da andere Sorgen. Mich genau unter meinen Füßen. Ja. Geschafft. Oh, sie ist gnädig und hält an und teilt uns nicht in zwei. Was kann ja noch kommen? Oh Gott. Hab schon gedacht, wo bleibe ich denn? Oh. Man sieht natürlich auch so viel. Oben am Bildschirmrand. Also man muss unten ein Auge behalten, oben im Auge behalten. Oh, schon mal Jackpoint. Das ist schon mal sehr geil. Gar nicht so einfach, das Level. Oh Gott. Dixie, tu mir das doch nicht an! Spring doch einfach hoch! Einmal gefailt. Und schon sieht es alles ein bisschen schwieriger aus. Aber Dixie ist schon wieder dabei. Chancengleichheit wieder da. Obwohl eine Säge ist immer noch ganz schön unfair. Gegen zwei Mini-Affen. Die scheinen wir ganz schön mini zu sein. Oh, die hätte ich holen können. Ich kenne ja den Trick inzwischen. Aber noch zu wichtig. Überleben ist wichtiger. Wie in jedem Spiel, das ich Let's Play. Ah, ja, ja. Das Level an sich ist gar nicht so schwer. Bloß die Säge macht mir immer noch ein bisschen Sorgen. Oh Gott! Okay, da ist sie schon. Da ist sie schon. Da hätte ich irgendwie durch müssen. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe kein Fass.
zweite Bonusrunde. Jetzt weiß ich jedenfalls, wo sie ist. Weiß ich beim nächsten Mal auch, wo ich sie holen kann. Die Caymanse, vielleicht finden wir sie noch, vielleicht nicht. Mir egal. Ich will leben. Das G will ich aber haben. Ja. Extra Leben. Immer nice. Kitty, bis bald. Oh. Oh, da war irgendwas. Da ist sie. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Hier ist gar kein Fass. Lass mich mal rüber. Ich muss mich bestimmt rüberwerfen. Nein. Na gut. Dann weiß ich auch, wo ich bin. Mal wissen. Hauptsache, wir sind der blöden Segel entkommen. Oh, und wir haben eine Speicherhöhle erreicht. Gleich speichern. Hey, Oma Winklycon. Oh, guck mal, wie viele Bananenvögel wir schon haben. 5 an der Zahl. Eine ganze Menge. Oh, Winkly pennt. Naja, wir können das Spiel ja sichern. Und weiter geht's mit Furioses Flintenfeuer. Hört sich auch nicht so einladend an, aber wir versuchen's mal. Oh, zumindest keine Sägen, die hier hinten auf dem Pferd sind. Alles klar. Irgendwelche Fässer nur. Oh Gott. Eine Bazooka in der Hand. Irgendwie das Gefühl, ich muss auf so ein Ding raufspringen. Jo. Klappt doch ganz gut. Ist hier links noch was? Ja, Kitty. Oh, bin ich froh, dass ich dich wieder hab. Little Cousin. Okay. Jo. Okay, rüber, rüber. Alter Schwede. Oh, wir können rausstehen. Na, Gott sei Dank. Das wäre sonst nicht so schön gewesen. Kann ich da runter? Wollte ich eigentlich gerade versuchen. Ja, TNT-Fässer. Sonst geht's ja auch noch gut. Oh, ich kann runter. Aber nicht zu weit. Wissen wir das jedenfalls auch? Dixie krieg ich schon irgendwo wieder. Ach, Dixie. Verlass mich nicht. Oh. Irgendwann haben wir Squidder verpasst. Na gut. Ist denn so? Oh, TNT-Fass. Ist da oben irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Junge! Oh nein. Du Miesling! Das ist Squidder-Fass. So, jetzt versuche ich mal, das TNT-Fass zu halten. Scheinen wir noch zu brauchen. Nimm das, Junge! Oh Gott! Knapper als gedacht, aber wir haben Squidder. Wir sind eine Spider! Mit Turnschuhen. Jetzt können wir hier auch hoch. Ich wusste doch, dass da irgendwas versteckt ist. Hilfe! Ja! Das bringt ja auch nichts, wenn ich schießen kann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay, ich hätte einfach mal springen sollen. Ach, das klappt vielleicht noch. Erstmal die Münze finden. Okay. Warum, Squidder? Bleib doch stehen! Ich hab das Steuerkreuz gar nicht mehr berührt. Oh nein. Kann ich noch zurück? Ja. Aber es sieht nicht einfach aus. Einfach laufen! So einfach nicht, Leute. So einfach nicht. Ja! Diesmal haben wir es doch geschafft. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Jetzt können wir auch weiter durchs Level. Gucken, was uns noch erwartet. Jetzt schon nicht mehr so richtig Bock. Okay. Wir dürfen hoch. Aber hier unten ist doch bestimmt noch irgendwas. Wozu haben wir Squidder wohl dabei? Damit wir hier rüber können. Okay. Aha! Das ist schon eine Idee. Vielleicht mal kurz. Kuckuck! Hä? Denn halt so. Besser? Auch nicht? Er ist unsterblich, Leute. Wieso? Hab ich da irgendwas übersehen? Oh, da ist ein S-Fass. Vielleicht sollte ich in Stahl umstellen. Holzfässer scheint er abzukönnen. Aber gegen Stahlfässer kannst du gar nichts. Besser? Besser. Sehr schön, die Caymans geholt. Weißt du was? Ich habe keine Lust zu klettern. Wozu haben wir hier wohl ein Fass? So, erstmal nehmen wir das mit. Och, das Dixie. Oder Diddy. Ich weiß es gerade nicht. Sollen wir jetzt rechts oder links lang? Ich guck links nochmal. Das sieht mir zu gefährlich aus. Los, weg! Okay. Ah! Hier kann ich auch die Fässer umstellen. Interessant. Schießt ja zumindest keine TNT-Fässer mehr.
Frage ist, ist da unten was? Ja. Oh Gott. Ich will nach unten gucken. Oh, ich kann da raufspringen. Praktisch. Warum wechselst du jetzt wieder zu TNT-Fässern? Willst du mich komplett vereiern? Verkackeiern? Hoch! Ja! Oh, Gottes Willen! Harris Bridle! Oh Gott, Hilfe! Leute! Beruhigt euch! Ich dachte, ich wäre schnell genug. Schade. Spawnschutz nutzen! Spawnschutz nutzen! Hoch! Gottes Willen, dieses Level, ey. Achso, links. Na gut. Junge! Alter, willst du mich doch verarschen? Oh Gott! Meine Fresse, Panik! Momente gibt's hier mehr als genug! Ja! So, darf ich mal? Danke. Was kommt mir jetzt entgegen? Ihr seid ja noch human. Damit kann ich noch leben. Na, ist da unten irgendwas? Ich guck lieber nochmal. Nö. Na gut. Los, schnell weiter. Ich will nicht wieder sterben. Junge! Weg von meinen Foden. Füßen. Okay. Der hat Adrenalin geschluckt, der Junge. Der geht richtig ab. Aber noch machbar. Okay, der ist auch nicht besser drauf. So, wer möchte mit mir wetten, dass da links irgendwas ist? Da ist wirklich was. Hab ich mir fast schon gedacht. Bloß, wie mache ich das? So nicht. Aha! Jedenfalls weiß ich es jetzt ungefähr. So, auf ein neues. Oh Gott. Nein! Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. So scheint das ja nichts zu werden. Suchen wir es mal anders. Ja, so geht's. Ja, doch einfach als gedacht, wenn man weiß wie. Und wieder eine Münze finden. Ach, mit Fässern. Da hab ich so Bock drauf. Okay. Aha. Ja? Ja? Ach, geschafft. Gottes Willen. Alles ein bisschen knapper als gedacht hier. Aber wir haben's. Wir haben alles, was wir kriegen konnten, gekriegt. Und da sollte ich nicht hin. Und dann runter. Hilfe, ich laufe lieber um mein Leben. Ne, kommt ihr nochmal? Zack. Bin ich ja sicher, das ist mir zu eng hier. Och Gott, Junge. Hier nichts anderes zu tun, als die ganze TNT-Fässer hier rumzuballern. Oh, 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 oh. Oh nein. Uah, ich hab's gewusst. So, diesmal nicht, Junge. Oh, das ist er gar nicht. Das ist er. Okay, vielleicht kann ich mich da einfach rüberschießen. Ich versuch's gar nicht erst. Junge! Flieg doch nicht, Dixie! Ach, Mann, oh. Hauptsache durch! Das ist das Ziel! Lass mich, lass mich! Ja! Gottes Willen. Abgeschlossen, das Ziel. Auch wieder ein sehr stressiges Level, aber wie ihr seht, haben wir alle Bonusrunden und die Decaymans. Ich muss da nie wieder rein. Ja! Und das nächste Level heißt Laues Labyrinth. Sieht wieder nach Kanal aus. Oh Gott. Muss mal wieder sauber gemacht werden, das ist ja widerlich. Oh Gott, seht ihr das? Wir sind auf dem Mond gelandet. Kaum Schwerkraft in diesem Level. Das ist auch eine witzige Idee. Wuhu! Wie hoch ich springen kann! Ist aber auch in Zeitlupe. Muss man ein bisschen aufpassen. Komplett anderes Feeling. Ja! Da kann ich gleich stehen. Vielleicht so? Ja! Erstmal die Bananas holen. Kann ruhig zwischendurch wieder ein paar Leben sammeln.
Ich glaube, die reichen nicht mehr so lange. Da kann ich auch nicht stehen. Zumindest mal Auge gemacht. Und ruhig. Ja. Möglich ist es. Mit unseren Super Jumps. Oh Gott, die laufen ja auch in Zeitlupe rum. Hilfe, lass meinen Hintern in Ruhe. Links, rechts? Rechts sieht irgendwie gefährlich aus. Oh, Bananas. Mehr ist hier gar nicht. Okay. Dann doch links. Und ein extra Leben wieder. Gönne ich mir doch gerne. Wuhu! Da guckt ihr, hä? Wuhu! Wie könnt ihr hier drin leben? Muss man doch irgendwann mal einer Heliumvergiftung sterben oder so. Ich weiß nicht, warum wir so leicht sind. Nein! Ich habe das auch verpasst. Nicht so wichtig. Ich hätte zwar nochmal runtergehen können. Und ich sterbe auch in Zeitlupe. Gottes Willen! Ist doch ein bisschen schwer abzuschätzen. Wenn man auch natürlich nicht so schnell ausweichen kann. Mal ich mal gucken, was da ist. Ah, eine Bonusrunde. Wie soll ich da denn hochkommen? So kann ich doch gar nicht springen. Kann ich nicht. Okay. Finde ich noch raus. Bis zum nächsten Mal zeige ich es euch. Und erstmal sterbe ich. Oh, meine Güte, da war der Jackpoint. Hätte ich gern gehabt. So, wir sind wieder da. Mal gucken, ob ich den Jackpoint finde, kriege. Das ist schon eine Idee. Ich schmeiß sie einfach mal in die Bienen rein. Warum bin ich so blöd, Mann? Wahrscheinlich hätte ich sie hochschmeißen müssen. Oh, ein Papageichen. Ach, den kennen wir noch aus dem zweiten. Der kann eigentlich nicht fliegen. Aber hier kann er's. Oh, vielleicht kommt man auch so in die Bonusrunde rein. Macht's natürlich ein bisschen einfacher. Wenn man fliegen kann. Sammle 80 Sterne. Oh, 80? Das ist eine ganze Menge. Ist alles in Zeitlupe. Nicht so einfach. Aber die Zeit reicht. Wir haben ja einen Papagei. Einen hübschen lilanen Papagei. Er wird uns das schon ermöglichen. Nur mit der Ruhe. Keine Sterne verpassen, dann geht das. Ah, doch ein bisschen knapp mit der Zeit, aber geschafft. Oh, und nochmal ein Jackpot eingesammelt. Warum nicht? Oh Gott, soll ich da durchfliegen? Doch veralbern. Ja, wir haben Dixie wieder. Okay. Wieso seid ihr eigentlich so schnell und ich nicht? Das ist ja mega unfair. Ich bin doch auch ein Flugwesen. Ja, genau, richtig. Oha, oha. Safe Zone. Ist mir gerade sehr lieb. Gott, blöden Wespen. Whatever. Lass mich doch in Frieden. So, ein bisschen Zeitlupe. Schneller können wir eh nicht fliegen. Ich wusste, dass da noch eine kommt. Ich wusste es doch. Ah, ich kann die Fässer mitnehmen. Lol. Na, hier. Guck mal eine an. Boom. Das macht's natürlich ein bisschen einfacher. Hätte ich letzte Runde gern gewusst. Hätte ich mein Leben nicht verloren. Aber ich habe ja noch genug, wie wir wissen. So. Jetzt. Ja! Ja! Gott, ich lebe! War nicht mehr lange, so wie es aussieht. Verdammt. Ah, schon mal so hoch wie geht. Ah, geht noch. Das war ja noch easy. Warum müssen so viele denn hier sein? Hier ist bestimmt irgendwo eine Bonusrunde. Und so schnell wie der da unten fliegt, glaube ich, dass sie unten ist. Gibt es ja nicht irgendwo ein Fass oder so? Naja, zumindest so ein Fass. Das nehme ich auch gerne. Vielleicht erstmal umgucken, was da ist. Aha! Aua! Warum bin ich so blöd schon wieder? Brauche ich das jetzt für oben? Für unten? Ich weiß nicht. Ich versuch's mal für unten. Die ist mir nämlich zu schnell, die Wespe da. Dann spreng ich sie einfach hoch. Ach, sprengt mich das mit hoch? Nee. Und wir können runter! Und da ist eine Bonusrunde. Hat sich doch gelohnt. Besiege alle Gegner. Oh, wir sind Squawks. Ich weiß gar nicht, wie der andere Papagei heißt. Aber jetzt können wir wieder ordentlich in die Fresse kotzen. Da guckt ihr, jetzt kann ich mich wehren. Soll noch ein Zeitlupen? Dude. Aber das stört jetzt nicht mehr so. Junge, andersrum. Ja. Ach Gott, wie viele kommen noch? Reicht die Zeit? Doch schon einige. Aber hört sich doch gut an. Und die Bonusmünze gehört uns. Oh nein, wir sind wieder der Lilane. Das war ja so klar. Mir nicht gegönnt.
Aber dafür können wir Fässer tragen. Ich weiß gar nicht, ob Squawks das auch kann. Bestimmt. Okay, wofür brauchen wir das jetzt? Dafür vielleicht? Eventuell? Vielleicht aber auch für eine Decay-Münze. Ich nehme es einfach mal mit weiter hoch. Okay, wird gar nicht gehen. Na gut, boom. Dann nehme ich doch die Sachen mit. Genung. Rein da! Okay, links soll ich lang. Dann gucke ich natürlich rechts. Okay, meine Güte, müsst ihr so schnell sein, Leute. Oh, so viele. Okay, da ist auch noch einer. Lass mich mal bitte durch. Danke. Ach Gott, wo führt mich das hier bloß hin? Aha, da unten waren wir eben. Okay, ich habe zumindest schon mal ein Fass. Und ich bin einfach nur im Kreis geflogen? Nee, hier geht's noch runter. Ja, ich mach mal gern einen weg. Kann uns nur helfen. Junge! Was soll ich das denn machen? Auf gut Glück! Ja! Lass mich raten, ich bin wieder da, wo ich eben war. Flucht, ich muss wieder hoch. Scheiße! Das ganz umsonst gemacht, kein Wunder, dass das so schwer ist. Andersrum ist es nämlich einfacher. Dann doch weiter nach oben. Da ist nur eine. Da haben wir kein Papageien mehr. Dann gucke ich erstmal hier, hä? Zack. Die Decay-Münze. Lass mich durch, lass mich durch! Oh Gott, das will ein Junge. Okay. Aha! Wir verlieren unseren Papagei so oder so. Aber wir haben ein Fass dafür gekriegt. Was für ein Gönner. Und wir haben es verkackt. Meine Güte, warum? Der Papagei hat sein Leben geopfert für dieses Fass und ich verballer es einfach. Man kennt ihn. Da ist aber noch eins. Das ist halt ein bisschen schwerer. Oh. Achso, da taucht er eh wieder auf. Machen wir es ein bisschen einfacher. Oh Gott, der hat ja gar keine Power hier. Okay. Dann jumpen wir einfach. Ich wusste es. Dass das nicht klappt. So. Jawohl, geholt. Ah, ist da noch irgendwas oben? Zack. Ins Face. Oh. Ich habe gar kein Fass mehr. Aber Kitty erinnert sich dran, wie es mal war, ein Fass in der Hand zu haben. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Oh. Oh. Okay. Wisst ihr nicht, wofür wir jetzt unsterblich werden sollen? Aber ich laufe einfach mal. Okay, dafür war es schon mal ganz gut. Die Frage ist, ist da unten noch irgendwas? Ich will nicht gucken. Dann lieber beim nächsten Mal. Ich will leben, Leute. Dixie ist ja auch nicht dabei. Das heißt, Vorsicht ist so oder so geboten. Und es ist hier eng genug gerade. Alter, Leute, mach mal ein bisschen Platz. Wir haben das Level geschafft. Sehr gut. Und zumindest... Ach, wir haben ja alles. Alle Bonusrouten, alle Decay und die Decay-Münze. Oh, nie wieder in dieses Level. Ja. Und schon sind wir bei Chaos Caramba. Wer zur Hölle ist Chaos? Das werden wir jetzt wohl erfahren. Oh, ich kann mich bewegen. Anscheinend ist das Chaos. Oh, okay. Bzz, Klick, Kongs, Feinde. Ja, wahrscheinlich. Ich werde euch zerstören. Zerplussen. Okay, überlegt ihr das nochmal. Gott, Hilfe! Okay, man kann unter durch, aber nicht immer. Und jetzt müssen wir hoch. Das kenne ich noch von früher. Wenn wir nicht zu blöd sind. Und wir versuchen uns natürlich wegzuschlagen. Wir sind zu blöd. Oh nein. Junge, lass mich leben. Ich kann hier in die Ecke. Ah, ganz praktisch. Da müssen wir nicht unbedingt unter ihnen durchlaufen. Das erspare ich mir doch gerne. Warum? Na gut, da brauchst du gar nicht versuchen. Jetzt aber hoch. Spring doch, Kitty. Ich drück doch wie ein Blöder. Ja. Und boom. Irgendwie hat es nicht geklappt. Das hat ihn jetzt nicht so gestört. Kitty ist ein bisschen schwerer. Ein bisschen mehr Muggis. Kriegt er zumindest ordentlich einen auf Dötz. So, jetzt aber. Und wieder hoch. Ja, jetzt haben wir den Bogen raus. Nein! Okay, wir müssen die dritte Runde nutzen. Und wir tun es nicht. Naja, solange wir überleben, kriegen wir ihn schon irgendwie hin. Nein, warum? Kitty, nein! Ich habe nicht gesehen, dass er die
Flammen da unten macht. Ach, ich glaube, ich war einfach nur zu spät dran. Mit Dixie müsste es eigentlich auch klappen. Wäre auch unfair, wenn nicht. Ich muss alleine ran, große Cousine. Aha, jetzt habe ich die Flammen gesehen. Zack! Ja, da guckst du. Oh, er hat seinen Kopf abgetrennt. Okay. Wozu macht er das denn? Warum springe ich nicht? Ich weiß es nicht. Neuer Versuch, neues Glück. Geh weg von mir. Mieser Harald. Wieso springe ich da eigentlich gegen? Ich wollte ihn eigentlich nur anstupsen. Oh, geht sogar, wirklich. Das war es mir jetzt wert, Dixie zu verlieren? Natürlich nicht. Meine Güte. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, Leute. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Ja? Nein? Warum springst du denn nicht, du Dickwanst? Ja! Nein! Dass er dann den Kopf wieder einzieht, das ist so unfair. Spring doch, du blöder Kong! Meine Güte, wie oft soll ich denn noch drücken? Man sieht, ich bin leicht verzweifelt schon. Weil er einfach nicht reagiert. Nein, zu früh! Nein, geht noch! Ja! Oh Gott! Wir sind wieder in Phase 2. Das ist wieder der krasse Dude mit der Sonnenbrille. Die Sonnenbrille wird dir auch nicht helfen. Verflucht! Ja, sehe ich genauso, Kitty. Bam, Junge! Auf die nackte Glatze! Oh, flieg weg. Oh, Hilfe! Ach, deswegen ist der Helm ab. Er schießt mit Laserstrahlen. Gottes Willen, sind wir in Star Wars? Dixie wird gegrillt. Und dafür dürfen wir gleich wieder hoch. Ja! Boom! Nein, ich will nicht auf die Seite. Jetzt bin ich doch komplett raus. Aber fliegt eh wieder hoch. Ja! Okay. Ja? Ja? Wir leben? Ich wähle das Leben, Junge! Hast du jetzt noch irgendwas zu bieten? Ich hoffe nicht. Verschwinde endlich. Bzz, 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 Kongs. Gewonnen. Ja, haben wir. Darf nicht sein. Das nächste Mal gewinnt Chaos. Ja, das werden wir dann sehen. Hau bloß ab, du Schwein. Das bald ich als Trophäe. Haha. Boom! Oh, wir haben Shia gekriegt. Wofür auch immer. Oh. Ins Rohr rein. Ah, und unten wieder raus. Ekanos abgeschlossen. Sehr gut. Wir haben es doch noch geschafft, Chaos zu besiegen. Auch mit ein paar Anlaufschwierigkeiten. Und das nächste Mal sehen wir uns dann die Baboon-Bucht an. Doch das war's leider schon wieder mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Peace, Leute. Ich bin raus. Bye, bye.